Hey Leute, ich bin so schön zurück zu NBA Playground. Wir sind im Halbfinale stehen geblieben, wo wir das letzte Mal verkackt haben. Also verkackt können wir ehrlich sagen, wir waren sehr knapp. Ich habe 4 oder 5 Punkte am Ende gefehlt. Natürlich, das mit den Streets haben wir überhaupt nicht hinbekommen. Aber diesmal sind wir da. Diesmal sind wir da. Puh, erhöhe die Chance auf legendäre Spieler. Goldene Spielerpacks. Oh, interessant. Bisher nur silberne. Erklärt einiges dann. So. Oh nein, mein Vorhang ist am runtergefallen. Meine Flasche auch, egal. Heute ist nicht so tolles Wetter wie die letzten Tage. Sammle alle NBA Playgrounds. Balla? Okay. Okay, legendäre Spieler haben charakterische Moves. Naja, würde mich freuen, wenn wir auch einen entziehen, aber naja, das wird wohl noch ein bisschen dauern, ne? So. Welcome to the semi-final round of NBA Playgrounds. Congratulations if you've made it this far. And if you haven't made it this far, you won't be hearing my voice. That's an excellent point. Putting up the first numbers. Ah, gut funktioniert. Das hat gut funktioniert, okay. So, jetzt versuchen wir nicht gleich den Stil. Wir versuchen erstmal von zu verteidigen, ja? Der versucht echt viel, fires up the jump shot. Slapped away. Double zero on the shot clock. Sehr gut, ja. Try it again. No. That has got to be embarrassing. He goes for the jumper. Und. Not what he had in mind. Swipe. Das finde ich halt so. Getting personal out absolut there. Absolut lächerlich. Get that weak game out of here. Here he goes. With another jumper. Ah, zu spät. Swiped it away. What a crossover move. Crossover moves. Look out for the brick. Den Rebound haben die geholt. Aber wir hätten halt jetzt schon ein bisschen krasser führen können, ne? So, den packen wir einfach rein. Den packen wir einfach da rein. Den kannst du halt nicht blocken. Den kann man nicht blocken. Schöner Olympus. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich wieder mein Ulti. Und denken die sich halt einfach immer so, ey, da stealen wir. Not sure how he missed that one. He shoots, he scores. Irgendwie komme ich da nicht hin. Unstoppable with that crossover. Das schon wieder! Ich check's nicht, ey. Immer wenn ich mein Ulti hab, setzen die immer zum Steal an und zack, direkt weg. Direkt weg. Das ist abnormal. Goes with a leaner. What happened there? Challenge complete. Schön. EJ, you think he actually understands the whole concept behind basketball? Not with that ugly shot, Ian. Und kommt schon ein Crossover. Yes. Puh, okay. Wir haben die Challenge fertig. Throws it. Und wir gotta haben get in the weight room, baby. Beautiful crossover. Offers up the jumper. Man, did you see that shot? Maybe you should hit reset and just play an easy mode. Schon wieder? Ey, einfach von hinten. Ja. Back him up. Los, ja. Shoot the jumper. So, aber nur 2 Punkte, okay. 2 Punkte sind okay. Ich meine, machen wir jetzt einfach einen Dunking. Das ist gut, ey. High Flyer! High Flyer, okay. Schön. Läuft. Okay. Down. Slapped away. Jump shot. Get that weak stuff out of here. Der Typ, der einfach gar nichts an Block hat. Time has run out on the shot clock. Sehr gut. Okay. Zu spät geworfen. The giveaway.
Ooh, picking pockets. You got the victory. It's all about the win, baby. Going to the next level. Das ist sehr heftig geworden. Komm, speziell. Level 4, Levelaufstieg. Dein Spieler. Nice, das sind jetzt Silberspieler. Geil. Haben die jetzt eine bessere Wertung? Aber die, also manche Werte hatten die ja schon echt gut. Ich weiß nicht, wie hoch das dann steigen kann. Das ist geil. Haben wir geschafft. Jetzt bin ich mal interessiert dran, ob wir ein neues Pack haben, weil wir die Challenge gemeistert haben. Yes, haben wir. Natürlich nur ein silbernes. Ist noch nichts mit goldenen Packs. Aber gucken, was wir halt ziehen. Doubled. Ah, nice. Den haben, den spielen wir halt gerade. Das ist 100 Erfahrungspunkte. Der Nene. Bis 200, okay. Das ist eine Epic. New Yorks? Okay, die muss ich aber eben merken. Eine Epic-Karte, okay. So, New Yorks. Ach, dann müssen wir mal eben nachgucken. Wizard, Jazz, bla bla bla. Kings. Das hab ich schon vergessen, nein. Warte, wo hat der gespielt? Nests? Nein, okay. Schon geh einfach alles so durch, dann sehen wir ja, was wir haben. Packers, Packers und Jenners, nein, die Packers waren es auch nicht. Boston, Rockets, das ist ein Nene, ist dann drin, okay. Detroit Pistons war ja auch nicht, aber gut. Ja, dann gehen wir einfach mal alles durch. Denn was Nuggets, Alter, war der auch nicht drin. Nein, nein, nein. In den, bei den Clippers haben wir den Jordan. Einen Lakers-Spieler, welchen Lakers-Spieler haben wir denn? Ingrid, okay. Bucks. Okay. Die Timberwolves. Gut, die Suns. Ja. Orlando Magics. Ja. Die Thunders. Nein. New York. New York, nix war's, ne? Ja. Steht auch. Ah, Epic. Statistik. 8, 8, 10, 7, 2, 7, 6, 2. Oh, der ist halt... Macht halt, der hat einfach keine Blocks, ne? Ich überleg den mit reinzunehmen. Ach, hier haben wir noch eine Epic. Tanken, Steel, Block. Ist eine Überlegung, die, die beiden Nix dann reinzunehmen. So, zack. Was sind Epic-Karten? Sind nur meine, hallo? Epic-Karten. Ja, du überlegst schon zum nächsten Part. Wir gehen jetzt halt erstmal noch ins. Weißt du was? Wir nehmen die jetzt einfach mal mit rein und dann spielen wir das Finale mit den beiden. Was ich ziemlich blöd finde, ist, dass ich halt hier erstmal reingehen muss, um dann, so, Denver, nix. Da, die New York Knicks. So, Walter. The Walter. Und der Willis. Ich meine, beide ganz guten Dunks. Der Walter ist halt ein bisschen besser im Dreier. Aber der macht unglücklich 2 Points, ne? Die Bronze, okay. Ja doch, hallo, ich bin jetzt, ne? Und, zu ganz Main. Ey, wieso sind die jetzt nicht ausgewählt? Das verstehe ich nicht. Wieso kann ich jetzt nicht wechseln? Hat die doch hier gewechselt. Ja, oder nicht?
weil irgendwie Viren da noch drin sind. Egal, okay. Dann müssen wir es halt nochmal machen. Und hier machen wir einfach Zufall. Gut, annehmen. So, dann hier einfach zurück und hier nochmal ins Main-Menü. Die beiden sind halt immer noch drin. Scherzhaft, ist ein Testspiel mit den beiden machen? Das finde ich ja. Nee, okay. Na egal, spielen wir halt das Finale doch mit den beiden, ist ja okay. Führen ein Spiel, ein Olli-Hoop aus. Ich muss einen ausführen. Geht das denn? Aber weil ich kriege den Spieler dann automatisch. Er schaut überhaupt zurück, okay. Ich hab Spiel gedrückt, oder? Jetzt bin ich einmal zurückgegangen. Oh, ich andrücken wollte. So, annehmen. Ja, ich kann da echt nicht. Ich kann die Spieler nicht. Das Spielerwechsel ist irgendwie echt eigenartig, ich versteh's nicht. Naja, okay, egal. Wir spielen jetzt mal das Finale. Gucken, ob wir das Spiel direkt beim ersten Mal schaffen. Nicht so wie das Halbfinale. Da brauchten wir 2 Runden für. Davor die Runde brauchten wir auch 2 Runden für. Ich glaube, nur das erste Spiel haben wir direkt mal gewonnen. Ach, immer wieder verkackt erstmal, ne? Was ich halt echt krass fand im letzten Spiel, dass die halt immer gesteelt haben, wenn ich mein Ulti voll hatte. Da kann man echt zu nichts, ne? Und von wo die manchmal gesteelt haben, das fand ich auch krass. The final round is upon us. It's gonna get intense. Just remember, it's only a game, guys. But the shame is real, baby. Okay, jetzt erstmal, dass wir das dann nicht gewonnen haben. Yo-Yo's the dribble with the crossover. Ja, klar. Was ist da passiert, ey? Da gab's einen krassen Stil von uns, ja, und dann direkt wieder. Oh, he bricked it. Ernsthaft? Carmelo Anthony. With the feed. Slapped away. Shoots the jumper. Und den drei. Alter, was ist denn? Was ist denn jetzt los? The putback dunk. Ziemlich hart ab, ey, weil ich gerade absolut nichts treffe. Ja, denken sich auch so, ey, jetzt sind wir Silber, ey. Und? EJ, you think he actually understands the whole concept of online basketball? Not with that ugly shot, I dropping a bomb! Wie geil ist das denn? Sie verkacken den Olli Hoop-Pass und dann ist es ein Dreier. Okay, ich wurde gerade hart gezogen. Rejected! Das wird jetzt gerade echt einfach eine Zerstörung. Brick happens. Challenge complete. Immer haben wir die Challenge geschafft, aber ey, boah. Also ziemlich gerade schon ein bisschen ab, ey. Einfach ein Comeback. That one's gonna haunt him. Fires the jump shot. The tray ball. Mit Ulti können wir auch mit dem werfen. Mit Ulti können wir auch mit ihm werfen von da. Mello. They're on the run with the pass. He bungled that one. It's raining threes. 8-8. Comeback. Comeback. Die Challenge haben wir auch geschafft. Oh, in your face. Er braucht so lange für ein Dunking, ey. Ich darf's nicht tun. Ich darf's einfach nicht tun, ey. That one's gonna haunt him for a while. Du bist dran vorbeigesprungen. Vorbeigesprungen. Von downtown. Feeds it. Oh, da war er dran. Da war er dran. Schade. Oh, that stinks.
Ankle breaker. Ankle breaker. Und von hier. Zack. Oh, Three-point land. It's good. Da kann man einfach mal werfen. Egal mit wem. Wow, wow, wow. Getting personal out there. Not his finest moment. Eigentlich wollte ich einen krassen Dunking auspacken. Brutal. Aber. No more Mr. Nice Guy. Unser altes Ego. The grab and the slam. Aber okay. Sehr voll. Goes with a leaner. Oh, warum schafft es noch nicht? Das war guter Wurf, das war guter Wurf. Nothing but the bottom of the net. Schönes Ding, schönes Ding. What a crossover move. Er packte halt harte Moves aus, aber er ist gar keiner zum harten Auspacken. Not his finest moment. Zu spät. Zu spät. Distributing the basketball. That's off the mark. Okay, Five finger discount. The NYPD couldn't stop this guy. Oh, oh. Er war sehr schlecht geworfen. He smashes it home. Sieht's aus. Okay, 5 Punkte Vorsprung. 5 Punkte Vorsprung. Alles gut, alles gut, alles gut. That's a jam and a poster. Den haben wir einfach weggehauen. Den haben wir weggehauen. Dickes Ding, so. Anthony. He pulls it down and puts it away. Packen sie es aus, ne? Jordan. Offers up the jumper. He shoots. Jumper. He scores. Haben wir unsere erste Wurftäuschung, ne? Habt ihr gesehen? Quick pass to his teammate. Okay, da hat unser kleiner Mann halt keine Chance für, ne? Er ist halt nicht fürs Danken gedacht. Muss man halt einfach so zugeben. He goes for the jumper. Oh, no, no, no! Und das wäre es nicht fürs Selbst gedacht. Das sind drei. Das sind einfach drei, ey. Damit holen wir unseren Gegner selbst wieder zurück. That's a clunker on display. Zu spät. Was ist da los? Here he goes with another jumper. Unnötig. Nobody's home. Dreier. Wichtiges Ding. With the dish. Wir dürfen zwei auf der Gänge werfen. Not his finest moment. Wow, Electro Breaker, ja, ist vorbei, Leute, was ist da los, er ist vorbei einfach. Komm her, da schubsen wir euch nochmal, zack. Hätten sie was werfen können, so ein perfekter Wurf, hätte nichts gebracht. Finde ich halt geil, dass der Jordan 3 von 3 3 macht, Level auf, du hast ein neues Irgendwas bekommen. Okay, fuck, hab ich nicht mitbekommen. Booster Pack? Aber schön, wir haben das Turnier geschafft. Der Part geht auch ein bisschen länger als der davor. Glückwunsch, Turnier gewonnen, neuer Playground geöffnet, Tokyo. Glückwunsch, Turnier gewonnen, neuer Lolli Pick. Doppelte Punkte für Dunks und Olli Hoops. Haha, Gollis. Glückwunsch, Herausforderung abgeschlossen, sieh dir deinen neuen Ball. Nice. Freut mich. So, ich denke mal, wir müssten eigentlich schon zwei Packs haben, oder? Für die Challenge und auch für das Turniersieg. Natürlich fangen wir jetzt mit dem Silberpack an, ne? Freunde. Ja. So, wir kriegen Jimmy Butler. Wir kriegen Ben Simmons. Doppelt. Okay. 100 Erfahrungspunkte, ist okay. Hier kriegen wir Jabari Parker und wir kriegen Trey Lesser. Okay, noch ein Kingspiel und jetzt das goldene Pack. Wen ziehen wir?
Wen kriegen wir? Wen kriegen wir? Oh, hoffentlich kriegen wir eine legendäre, Alter. Das war schon ziemlich nice. Okay, doppelt. Legend. Wilt Cameron. Fehlt dafür. Okay. Geht der ab? 6,17. Nox. Joik. Epic. Griffin. Den Clipper zwar, den kenne ich sogar. Was bei NBA? Oftmals gezockt. Okay, cool. The Clippers. So, erstmal den Bulls-Spieler. Den haben wir bekommen. Da haben wir Jimmy Butler bekommen. Seine Statistiken sind. Was ist denn scheiße? Ganz ehrlich, ich hatte mit so einem Spiel über mich. Der war echt nicht geil. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hier bekommen haben. Das hat uns nicht angezeigt, die Dinge hier neu gezogen haben, ne? Aber wir haben ein, da unten, die 76er. Da haben wir unsere Legendary gezogen, hier, Statistik. Rebound 10, Ausdauer 7, Tempo 5, Blocks 8, Steal 2, 2 Points 9, danke, so schlecht. Ich weiß nicht. Finde ich halt jetzt echt nicht so geil. Das ist schade. Das ist echt schade. Aber hier Griffin. Der Griffin, der hat dank einfach 10. Gibt euch die Werte, ey. Blocken richtig schlecht, ne? Aber mit denen können wir halt Dunkings auspacken vom Feinsten. Gut, Leute, ich würde mal sagen, ich hoffe, ich schalte das nächste Mal wieder ein. Bis dahin und ciao.